Hallo. Hallihallo. Genau, hier sind wieder Jakob und Fabian, eure Lieblingstentakel. Oh ja. Okay, nein, ich sage nichts weiter dazu. Okay, das stimmt. Wir sind hier immer noch in einer Unterhaltung verstrickt mit George Washington, beziehungsweise wir wollen sie eigentlich erst so richtig beginnen. Und zwar haben wir gerade die Kumquats, die draußen vor dem Fenster sind, rot gestrichen. Genau, und wir hoffen, dass er jetzt darauf reinfällt. Wir wollen nämlich ihm vorgaukeln, dass es sich um einen Kirschbaum handelt, weil, ja, ein Mann seines Standes hackt natürlich nur Kirschbäume um. Kumquats sind natürlich nicht in seiner... Nee, mit sowas gibt man sich da nicht ab. Und abgesehen davon habe ich das Wort auch gerade erst gelernt. I've been thinking Eben. About what you said about cherry trees. Pondering the great truth, eh? Well... Genau, das hat ihn gereizt, ne? Ich denke, ja, die Oma hat es ihm dann doch angetan. I bet you've lost it. You couldn't cut down a tree to save your grandmother. Lost it, have I? Why, I'd show you a thing or two if there were a cherry tree nearby. But as you can see, there... Oh, well, what do you know? There is a cherry tree out there. Das kam aber plötzlich. Oh, yeah. Well, let's go chop the sucker down. Chop the sucker down. Okay. Mit einem Schlag, ne? Jawohl. Hat er natürlich auch immer bei. So ein Beil. Ja, so ein Notbeil halt. Ja gut, stimmt. Down from there at once. Oh. Try to understand. I'm stuck in this. In this. What? Das ist jetzt, glaube ich, nichts für Zeitreisen-Theoretiker, aber es scheint funktioniert zu haben. Ja, ich denke auch, ja. You're quite a man. Yes, I know. Yay, wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Ja. George kann einen Baum zerstören. Bei Steam, haben wir gerade ein Achievement bekommen. Davon ganz abgesehen, können wir jetzt sogar auch Laverne ansteuern, wenn wir möchten. Nice, das heißt, wir haben alle drei wieder an Bord. Mhm. Scratch one Kumquat tree. Aber, jetzt... Das ist eine Kirsche. Also wirklich, das erzählt er. Der kann doch nicht alles auffliegen lassen. Vielleicht gehen wir rein und fragen nochmal nach dem Feuer, oder? Ja. Jetzt, wo da noch ein bisschen mehr Holz zur Verfügung ist. Ein bisschen mehr Holz vor der Hütte. Ja. Eben, ja. Sollte doch dann hoffentlich klappen, damit der arme Mann nicht mehr so zittern muss. Aber Hoagie hat auch einiges an Holz vor der Hütte. Oh ja, das stimmt. Ja. Ist mehr Holz als Hütte. Ja. So. Aber ich mag es auch, dass er die Hände einfach generell nicht aus den Taschen nimmt. Können wir ihn jetzt mal fragen? Ja, genau. Yo, Tom. Thomas. Thomas. Wie kannst du vielleicht... Ja. How can you let Hancock suffer like that? A real man is warmed by the fires of his spirit. You should listen to Washington relate his experiences at Valley Forge and take heed. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja. Ja, okay, offenbar war der Baum dann doch eher nur gut, um Laverne zu befreien und nicht um... Wahrscheinlich, ne? Schade. Ja. Oder wir fragen den... Ah, genau, das war meine andere Idee. So, how's the time capsule going? I'm sorry to say that except for my log, we haven't got anything. Okay. Later, bra. What? Later? What's going to happen later? Das hier war meine Idee. Wir brauchen Essig für unser Dings, unsere Superbatterie. Aber wenn wir den in die Timekapsel legen, meinst du, der liegt da so lange, dass es Essig wird? Ja, die Zeitkapsel wird ja erst in 400 Jahren geöffnet. Und dann haben wir Essig. Dann haben wir Essig aus dem Wein, oder? Ja, dann müsste. Dann spülen wir das Klo runter und dann... Ja, das könnte klappen, ja. Das stimmt. Thank you. This is exactly the sort of thing I need for the time capsule. I'll bury it tonight and it won't be seen for hundreds of years. Future generations are in your debt. Na. Wow. Das ist die richtige Reaktion gewesen, ja. Original Keanu Reeves. Ja, das sind so die beiden Ideen, die ich hatte. Sie haben tatsächlich gefruchtet, aber... Das ist sehr gut. Und wir haben sogar noch Farbe über. Wir können noch irgendwas anmalen. Ja, wir können es ja mal versuchen. Oh, das... Nah, I like it the way it is.
Das ist vielleicht nicht. Besser so. Bitte? Lieber doch nicht dann. Nee, nee. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt... Ja, oben bei der Katze waren wir. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir... Ist die Frage, ob wir jetzt mal wechseln sollen eventuell, aber eigentlich gefällt mir Hoagie auch ganz gut. Hoagie gefällt mir auch, aber also ich glaube für den Moment, also ja, wir können es halt höchstens mit der Seife nochmal versuchen, aber... Ja, wir können natürlich so. Die Seife mit dem Eimer Wasser und der Bürste können wir halt irgendwo benutzen, ne? Können wir mal ach ja, die Seife haben wir ja noch gar nicht, stimmt. Ja, aber vielleicht können wir sie einfach direkt mit dem Eimer Wasser benutzen, so, darauf... Ja, stimmt. Okay. Wir brauchen ja nur ein bisschen vielleicht. Here I am, don't get your curls in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Okay, gucken wir mal. Der Eimer Wasser mit der Seife. Aha! Ach komm. Get away from that. It's a good thing I finish in there quickly. Strenges Now, Regiment. They just don't make founding fathers like they used to. Moment. Meinst du, wir benutzen die Seife mit dem Eimer? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Tür auch einfach schließen können. Das wäre ein bisschen einfach, aber ja, wenn das funktioniert. Ich will es echt. Das wäre jetzt genial einfach. Here I am, don't get your curls in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Okay. Bitte, wenn das funktioniert. Schließe Tür. Ja, das geht schon mal. Seife nehmen. Aha! Ah. Get away from that! Wer hätte ahnen können, dass die Türen öffnen kann? Ja, eben. Ich dachte, sie kann nur putzen. They just don't make founding fathers like they used to. Hm, ja gut. Vielleicht, gehen wir doch mal woanders hin? Ja, ich weiß nicht, Bernard. Ich würde vielleicht... Ich weiß es nicht, die Dame, sie ist gerade erst vom Baum gefallen, vielleicht ist sie gerade noch ein bisschen näher am Geschehen wegen dem Kirschbaum. Okay, also sprich, sie könnte jetzt wichtig sein. Get ja, kann ich mir vorstellen. I haven't done Oops. Anything. Well, you must have done something or you wouldn't be here now, would you? You'd be out in the lobby with your tentacle owner getting dressed up for the human show. Owner? No one owns me. Gosh, no owner, you say? Well, don't worry about it. Bad. I'm sure someone will come adopt you before we have to put you to sleep. Whoa. Oh. Okay. Damn that, Dr. Fred. Hey, she knows the Edison family motto. Sehr gut, der sieht aber auch aus wie ein Edison. Oh ja. Ja, das stimmt. Dr. Fred, is that you? What? You're nuts. There hasn't been a Fred in the Edison family for 200 years. The last Fred was such a shame to the whole family, not to mention the whole human race. ja, wer ist er, ne? Well, who are you then? I'm Zed Edison. Zed. That's my wife Zedna and my son Ved. Nice to meet you. Ja, dann... Ich weiß nicht, ja, irgendwie wollen Where wir raus, am ne? I? You're in the ancestral home of the once proud Edison family. We were once the masters of this house, just as humans were once the masters of Earth. Now we are the servants, the pets. And not very good at either one, I might add. Oh, get bent, you overdressed okay. Nightcrawler. Aber also, zumindest dieser Edison scheint ja mal relativ vernünftig zu sein. Ja, das stimmt. Verhältnismäßig für die Familie. How do I get out of here? If I knew that, do you think I'd be here? Hm. Wie war das mit der Menschenshow? What's this about a human show? It's a degrading farce. That's what it is. These slimy tentacles put humans in humiliating little costumes, do sickening things to their hair, and then force them to parade their ridiculous talents in front of unqualified judges who are paid off weeks in advance. Didn't get in, ja, They said macrame wasn't a talent. Pointy-headed goons.
I heard that. I'm tired of talking now. It's been a long day, and I'm only human. Oh. Das ist eine gute Frage. Let's not bother them, they're busy cheating. Ich kann vielleicht von den Karten welche nehmen, der schmeißt ja die ganze Karte am Boden. Ich glaube, das ist gescriptet. Achso, sie klappert mit den Zähnen. Verrückter Wert, das ist ein... Probably marked. Wie geil die Leute. Oh ja. Hey, they can cheat, you can't. Ja. Ich glaube, wir können nicht. Nee, und irgendwie können wir mit ihm ins Gespräch kommen? Ja, ne? Juhu, Mr. Tentacle Guy. What? Ja. Get me out of here! This is a violation of my rights. Rights? You're a human, you don't have any rights. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oder mir schlecht. Ja. I have to go to the bathroom. Ha, that's a good one. Imagine a human using a bathroom. Come on, let's take a walk. Okay. Das bringt uns zumindest schon mal vor okay, die Tür. Okay, human, do your business. Ja, aber er wird schon noch über uns warten. Und er hat auch seinen Stuhl mitgenommen, ziemlich cool. Dein Hocker. Zaun. What a shabby paint job. Ja. Aber scheinbar sind wir jetzt erstmal zumindest ein bisschen frei. Hat doch was. Kann man bestimmt auch was mit dem Fenster hier anfangen. Ich denke auch. I can see Dr. Fred's old lab, and his generator is still there. Ooh. Gee, I could really use that power, but I'll never get through this window. Komisch, der Deckel kommt überall durch und sie, wenn du die Tür passt, aber nirgendwo rein. Ich glaube, da würde es jetzt vielleicht auch nicht hinkriegen. I'm too big to fit through. Okay. Wie sie läuft. Das ist saugeil. Ja, aber weiter kommen wir hier auch nicht. Ja, hier ist halt der Chronojohn. Ist hier irgendwas in der Toilette? Nee. It's empty. Noch nichts drin. Schön, dann. Ja, irgendwie ist sie jetzt auch nicht so wirklich dienlich. Nee, tatsächlich. Also hier ist sonst auch überhaupt nichts anderes. Hätte ich mal irgendwie mehr erwartet. Vielleicht. Vielleicht doch bemalt. Ja, vielleicht, ne? Ein früheres Motel. Schöne Statuette hier auch. Oh ja, schön. Und dieser Elchbaum. ich glaube. Mal gucken, was wir mit ihm können. Juhu, Mr. Tentacle Guy. It's about time. Oh. Ja. Mehr. Das sieht nicht danach aus, als wenn wir hier wirklich weiterkommen würden. Ja, das stimmt. Oh, sie hat aber irgendwas schon, ne? Ins Skalpell. Ah, okay, scheinbar hat jeder so seinen Standardgegenstand. Ah, okay. Sie hat ein Skalpell. Also, dazu fallen mir irgendwie nur fiese Sachen ein. Ja, das stimmt. Da dazu könnte man, müssen wir mal wieder frei sein. Dann könnten wir den Mr. seiner Tentakel entledigen. What? So, das würde jetzt ein relativ familienfreundliches Spiel aber schnell ja, trüben. Das, aber das stimmt. I have to go to the bathroom. Oh, alright. Oh, what? Okay, wir dürfen Come on, let's take a walk. So oft wie wir wollen für kleine Tentakel immerhin. Ich hatte irgendwie das schon so ein Gefühl, okay, dass das eine human, Sache ist, die man unbegrenzt häufig machen kann. Ja, irgendwie muss es ja. Also, ich meine, Versuchung. Ich trau mich ja schon fast nicht, aber. I'm afraid he'd overpower me. Was? Oder mit dem Fenster halt, ne? Vielleicht kann sie da irgendwie das Fenster auf. Das ist ja der einzige Gegenstand, mit dem wir sonst irgendwie interagieren können, ja. Irgendwie. Oder sie schmeißt es in die Toilette, aber davon sollten wir nichts haben. Erstmal nicht, ne. I can't. My therapist and I have an agreement. okay, deswegen läuft sie so. Ja, wir können ja mal in die Toilette packen. Dann haben wir zumindest schon mal safe draußen.
Okay, ah. I flushed it. Sehr gut. Vielleicht braucht Bernard das ja, oder Hogi. Gucken wir mal, ja, bei wem das überhaupt ankommt. Ja, stimmt. Wahrscheinlich bei Bernard. So as soon as Hogi gets that battery working, we're set. I'm afraid not. We still need a diamond for the main unit. Ach ja. Stimmt. And your friend in the future needs power too, if she's still alive. Alive? Also seine Toilette wabert jedenfalls. Ja, er hat auch ein Skalpell im Tor. There's something in there. Ja, Gönn es dir. Greif rein. Greif in die Scheiße. Ja, da haben wir das Skalpell. Geil. Neat. Neat. Ja, ich denke mal, das sollte für den Moment reichen. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt erstmal mit Bernard weitermachen ja, müssen. Ja, glaube ich allerdings auch. Die anderen sind ja gerade so ein bisschen erschöpft. Vor allen Dingen, ja, Hogi hat ja schon so ein bisschen geleistet. Genau, der darf sich jetzt erstmal ein bisschen Ruhepause gönnen. Genauso wie wir. Mein Gott, was eine Überraschung. Eben, wunderbar. ja, ich denke, also uns hat es bisher ziemlich Spaß gemacht. Oh ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann hoffentlich eben auch in der nächsten Ausgabe wieder, wenn es wieder heißt Dave the Tentacle Remastered. Remastered. Mit Jakob und Fabian. Oh, genau. Entschuldigung, wolltest du deinen Namen sagen? Doch, hier, komm, sag. Fabian, ja. Oh, das Fabian, danke. Okay. Mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Wunderbar, dann werde ich jetzt nämlich auch mal losgehen und kleine nicht bewegliche Gegenstände in die Toilettenschüssel oh, legen. Ja. Dann, genau. Dann lass mal. Gut. Alles dann, klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.